Ja, Holz ist ja ein ganz traditioneller Baustoff, ne? Neben Stein. Also seit Menschengedenken kann man ja fast sagen, haben die Menschen mit Holz gebaut. Und jetzt haben wir natürlich in den letzten Jahren eine Trendwende. Ne? Der Baustoff Holz ist ja ein nachwachsender Baustoff. Er ist ressourceneffizient. Ja? Er ist in Deutschland sogar sehr, sehr gut verfügbar. Gleichzeitig aber ist Holz natürlich ein brennbarer Baustoff. Und insofern müssen wir Lösungen finden, wie wir das sozusagen vereinen können, Holzbau sicher bauen können. Die Versuche jetzt hier stellen den Abschluss dar, sprich alle Erkenntnisse, die wir bis jetzt in kleinen, mittleren und größeren Versuchen gesammelt haben, sagen jetzt unter realen Bedingungen, so wie es tatsächlich in der Stadt, wo auch immer, auch brennt, sozusagen zu prüfen, dann natürlich auch zu belegen, deswegen nennen sie auch Belegversuche, sprich den Vertretern der Feuerwehr, den Vertretern der Bauaufsicht, aber auch eigentlich allen Personen sozusagen zu zeigen, dass was wir gemacht haben, funktioniert auch unter ganz realen Bedingungen. Was wir heute jetzt haben, was man hinter mir sieht, ist sozusagen die begleitete Wand hinten ist eine Holztafelbauwand. Das ist sozusagen die Wand auf der Rückseite. Die Wand sozusagen hier jetzt zu unserer linken Seite ist auch begleitet, Holztafelbau. Und auch die vordere Wand, wo die Öffnung drin ist. Hier hinten rechts haben wir jetzt eine sichtbare Brettsperrholzwand, also kreuzweise verleimtes Holzbretter, sogenanntes Brettsperrholz, die von Anfang an sichtbar ist und sich auch am Brand beteiligt. Und oben sieht man sozusagen eine Brettschichtholzdecke, das heißt auch ein flächiger Holzwerkstoff, auch unbekleidet. Und im Endeffekt noch diesen Unterzug und zwei Stützen, also sprich lineare Bauteile, die eben auch aus Holz sind und dann auch in irgendeiner Form am Brand beteiligen. Wir haben hier, merkt man auch an der Strahlung, sehen wir nachher und an den Temperaturen, selbst in der Stahlhalle, die 16 Meter hoch ist, hätten wir da konstruktive Probleme, dass die einfach aufgibt. Somit war klar, im Freien das zu machen. Und da hat sich eben sozusagen das Außenstility oder die TU München Campus in Garching extrem gut geeignet, aus mehreren Gründen. Einmal, was die Fläche hier gab, wie natürlich als die TU München eher als Projektleiter auch direkt vor Ort sind. Und natürlich auch die Feuerwehr der TU München sozusagen uns den Brandschutz sicherstellt. Und, das kommt noch dazu, eben auch ein Teil einnimmt, es ist ja nicht nur Teil der Forschung zu sehen, wie es sich verhält beim Brand, sondern auch, wie kann es die Feuerwehr löschen. Wir haben im Moment schon lange jetzt Deckentemperaturen von 1200 Grad Celsius in etwa, zum Teil etwas darüber. In den Wänden ist es aber noch sehr kühl, dank der Brandschutzbekleidung. Auf der Decke oben liegt immer noch Schnee, obwohl das nur Massivholz ist. Das Holz selber isoliert eben auch sehr gut. Und die Außenwände, da können Sie noch die Hand drauflegen, die sind im Prinzip noch auf Normaltemperatur. Das Holz bildet eben auf den Massivholzteilen eine Holzkohleschicht, die schützt wieder die dahinterliegenden Bereiche. Holz selber hat eine sehr niedrige Wärmeleitzahl, 0,13 Watt pro Quadratmeter Kelvin. Und das bedeutet eben, dass die gar nicht durchwärmt werden, die Konstruktionsbauteile, was auch die Tragfähigkeit über lange Zeit erhält. Ich meine, können Sie sich vorstellen, ein solches Feuer ohne jegliches Eingreifen der Feuerwehr, das ist in der Bundesrepublik Deutschland nirgendwo denkbar. Da wäre längst die Feuerwehr da und würde kühlen. Wir zeigen hier aber, dass das Holz eben die sehr hohen Temperaturen auch tatsächlich aushalten kann.